Hallo meine Lieben, heute ist ein ganz besonderer Tag, eine neue Ära startet, denn Christian, komm mit an Bord. Ich freue mich, heute machen wir Onboarding, das klingt spannender als es ist, aber ich würde sagen, wir gucken mal, wie arbeiten wir hier eigentlich, packen Christian einfach mit an Bord und besprechen heute auch so ein bisschen, wo soll es dieses Jahr hingehen und gehen auch so ein bisschen ins Strategiegespräch und mal gucken, wie viel davon wir später rausschneiden, weil es streng geheim ist. Aber wir nehmen euch auch ein bisschen mit rein, dass ihr ein Gefühl dafür kriegt, ja, wie sieht das aus, wenn man so eine Karriere plant, aufbaut und unsere gemeinsame Zusammenarbeit vor allem für die nächsten Monate und das nächste Jahr schon mal ein bisschen so layouten, outlaying, auslayen, also wie sagt man da, einen Plan machen. Ja, plant. Ja, der Plan sieht aus, dass ich einige Systems übernehme, ich also einen Teil der Seminare von Alex übernehme und wir gemeinsam an weiteren neuen spannenden Seminaren, wie zum Beispiel am NLP Practitioner arbeiten und da ganz, ganz viel kommen wird. Sagen wir zum NLP Practitioner schon was? Also nach Jahren des Alex, wo kann man eigentlich eine gute NLP-Ausbildung machen, habe ich mich übrigens entschieden und dann gerade auch Christian, wir uns in der Arbeit mehr kennengelernt und gemerkt, so, er kommt ja auch aus genau dieser Ecke, nämlich aus dem NLP. Und jetzt spätestens wird es kein Satz mehr, den ich noch hinten zukriege. Nochmal. Ja. Nachdem ich immer wieder gefragt wurde, Alex, wo kann man eine gute NLP-Ausbildung machen? Habe ich irgendwann gemerkt, naja, ich tat mir mit dem Empfehlen schwer, weil ich habe meine Ausbildung halt bei Richard Bandler gemacht, dem Erfinder von NLP. Und gerne schicke ich Menschen nach Amerika, da lernen sie auf eine sehr spezielle Art. Aber irgendwann habe ich mich entschieden, ich hätte eigentlich Bock, selber einen NLP-Practitioner zu machen. Und als ich gerade Christian, wir uns besser kennengelernt haben bei der Arbeit und ein bisschen halt auch darüber gesprochen haben, was er so im Kopf hat, an Ideen und Plänen, haben wir gemerkt, eine ähnliche Idee ist bei ihm auch schon gegärt. Und haben wir mal so unsere Gehirne zusammengeschmissen und was jetzt rauskommen wird, ist ein gemeinsamer NLP-Practitioner, der wahrscheinlich anders ist als das, was sonst am Markt so unterwegs ist. Natürlich ist inhaltlich ist NLP ja zum Glück von der Dachorganisation vorgegeben, aber aus System 23 haben wir natürlich eine ganz eigene Didaktik, einen eigenen Weg ranzugehen, dass Leute nicht rausgehen und sie wissen viel, sondern sie können was Neues. So, unser IT-Profi Captain Kuschel guckt sich das jetzt an. Guck mal hier, dann kannst du mal die Tatze drauf machen. So, Probleme gelöst, gell? Ja. Und wenn man jetzt mal ganz basic fragt, für all die Leute, die das vielleicht nicht wissen, was ist denn NLP überhaupt? Und für was steht das? Was ist NLP? Das ist auch ein Eintages-Workshop eigentlich, auf diese Frage zu antworten. Also ganz kurz, NLP, neurolinguistisches Programmieren. Neurolinguistisches Programmieren. Neuro, also Gehirn, Linguistik, Sprache, mit der Sprache etwas verändern, wenn dann Beziehungen herstellen, etwas programmieren im Gehirn. Ich glaube, basically ist NLP drei Dinge. Erstens ist es Persönlichkeitsentwicklung pur. Es ist vielleicht das beste Selbst-Coaching-Tool für mich. Zweitens ist es fast eine vollständige Coaching-Ausbildung, weil damit allein kannst du mit Menschen arbeiten in der Praxis, was halt eine Toolbox ist von, oh, wie ist es, wie soll es sein, wupp, ich bringe dich dahin. Ähnlich wie die Hypnose nach System 23, nur halt mit teilweise anderen Ansätzen. Und drittens ist es die Kommunikationsschulung sozusagen. Es ist, wenn du NLP wirklich kannst und nicht nur kennst, wirst du automatisch eine bessere Führungskraft, ein besserer Verkäufer, kannst besser Beziehungen leben im Privatleben. Die drei Dinge ist es, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching-Tool und Kommunikationsschulung, Kommunikations-Ninja-Skills. Sorry. Sogar, ich sage das nochmal ganz natürlich, weil dann können wir es so zum Rübergehen. Nee, aber lass mal kurz in mein Büro gehen und dann machen wir nochmal ein Thema. Onboarding, Einarbeitung. Christian. Im Laufe des Jahres möchte ich, dass meine Arbeit sich langsam ein bisschen duplizieren kann. Das heißt, nicht nur ich System 23 Hypnose-Ausbildung gebe, sondern auch Christian die Möglichkeit hat, diese Seminare und diese Inhalte weiterzugeben, weil wir einfach so ein Potenzial haben mit diesem Inhalt. Aber ich kann nicht überall sein. Zum Glück habe ich jetzt jemanden gefunden, der das auf einer unfassbaren Qualität auch bieten kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir das Schritt für Schritt vor, damit auch möglichst viele Menschen das mitkriegen. Wie gehen wir vor in Sachen Positionierung, Markteinführung und ja, das war jetzt ein bisschen Brainstorm. Und neben dem Hypnose-Thema, was bisher mein Ding war,
wollen wir gemeinsam eine NLP-Ausbildung geben und auch da schauen, wie bauen wir das auf und wie bauen wir da das Marketing und die Kommunikation nach außen auf, dass auch möglichst viele Menschen das mitkriegen. Genau. Wir haben gerade darüber gesprochen, so wie viel Prozent Struktur bin ich eigentlich vielleicht zu Chaos oder mit Tobis Modell zu sprechen, wie viel Prozent Eule. Und das Lustige ist, ich bin an sich eher so ganz viel Prozent Chaos und überhaupt und das Gegenteil von Eule, weil ich kann nicht so richtig gut Ordnung und so. Aber gleichzeitig habe ich so meine, so ein paar Eulen-Spleens, so ein paar Dinge, die brauche ich richtig. Ja, also Schreibtische müssen leer sein, Flipcharts müssen weiß sein, es sei denn, ich male sie voll, dann sind sie plötzlich voll. Wenn ich sie dann brauche, brauche ich sie komplett weiß. Sag mal so, ich liebe Struktur, ich kann sie nur nicht so gut. Ich glaube, das trifft es am besten. Den Leuten mega leicht machen würde, deine Arbeit kennenzulernen, ist, wenn wir das NLP-Seminar, Tagesseminar, zum Spezialpreis anbieten, wo sie 50% sparen und am gleichen Tag, am gleichen Wochenende ist ja noch eine Hypnose-Revolution. Und wenn wir sagen, ja, das ist die allererste, die wir in der Form zusammen machen, zur Feier des Tages gibt es einen mega Special Deal und wir packen einfach beides in ein Kombipaket, wo wir sagen, statt 200 Euro hierfür und 60 Euro hierfür, beides zusammen für 97. Und dann machen wir noch drei Raten, das ist 1 Euro am Tag. Dann ist es nur eine Frage, interessiert sie oder interessiert sich nicht? Ja. Und nicht eine Frage von, kannst du dir leisten, musst du überlegen und so weiter. Alright, ich glaube, wir haben so das Gröbste schon mal ausgebrainstormt. Grobe Schrittrichtung, Content Creation, Marketing, Strategie, was wir dieses Jahr so machen wollen zusammen. Wir gehen jetzt noch ein bisschen ins Detail und danach sehen wir uns nochmal. Das ist mega geil. Das könnte ich auf meinem Channel bringen, Faszination Filmen und ND-Filter. Geil. Ja. Das auch mal. Erste Lektion Unternehmertum, alles dauert länger als du denkst. Wir wollten kurz ein bisschen Marketing und den Plan für das Jahr besprechen. Inzwischen ist es dunkel geworden, wir haben ein bisschen Licht aufgebaut. Aber tatsächlich ist das auch eine wunderschöne Metapher für etwas, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen, wenn wir unseren eigenen Weg gehen, wenn wir das machen, was wir lieben. Alles dauert länger als du willst. Alles dauert länger als du vorher denkst oder geplant hast. Du willst eine neue Homepage bauen und sagst dir, hey, bis Ende des Monats sollte die fertig sein. Na gut, mit Vorlauf und Texten und Bildern 2 Monate. Und dann bist du 7 Monate später und das Ding ist immer noch nicht fertig und denkst so, ah, aber na gut, es kam halt auch immer was dazwischen. Das ist ein ganz normaler Prozess, durch den ich schon übrigens bei jeder Homepage durchgegangen bin. Das längste war inzwischen über 1 Jahr, 13 Monate, bis endlich die neue Homepage kam, ab dem Moment, wo die feste Entscheidung da war, dass es passiert. Ein neues Format soll rauskommen. Ich wollte meine Speaker-Ausbildung. Ich habe kürzlich einen Evernote-Eintrag gefunden, wo ich geschrieben habe, alles klar, dieses Jahr ist es endlich gültig soweit. 2016 bringe ich endlich die Speaker-Ausbildung an den Start. Länger warte ich nicht mehr. Und jetzt 2019 läuft die Premiere, weil ich jetzt wirklich das Gefühl habe, sie ist gut genug vorbereitet und auch die Arbeit gemacht habe, damit sie passieren kann. Deswegen, falls du manchmal denkst, warum geht das nicht so schnell voran? Relax, wir haben Zeit. Erfolg, das Leben, berufliche Karriere, all das ist eine Reise. Und wichtig ist, dass wir den Weg genießen und nicht nur denken, wir müssen ans Ziel. Weil was ist, wenn du dort bist? Dann musst du dir ein neues Ziel suchen. Genieß die Reise. Things will take time. Auch was ich ab und zu zur Zeit wieder lernen darf. Und genau, so auch heute, wir haben ein bisschen länger gequatscht, jetzt ist schon dunkel, die Lampe ist an, Christian schnibbelt im Hintergrund schon ein bisschen Rührei, fragt mich, warum man ein Rührei, ist egal. Schnibbelt schon ein bisschen Zutat, wenn wir noch gleich kann kochen gleich. Und ja, für euch vielleicht noch ein, zwei Gedanken, wie geht's dieses Jahr bei uns auf YouTube weiter, was passiert mit meinem Vlog, meinen YouTube-Shows, wir haben dieses Jahr eine Menge geplant, ich möchte das kurz mit euch teilen. Erstens wollen wir dieses Jahr etwas machen, was ich mir schon seit Jahren vorgenommen habe, auch wieder zum Thema Things take longer than you think. Sachen brauchen einfach manchmal Zeit.
ich habe mir seit Jahren gewünscht, fast schon, ich hätte gern einen eigenen Vlogger. Also ich hätte gern einen Videografen, der mich begleitet, der euch mitnimmt auf meiner Reise, damit ich euch auch basically mit in diese Entrepreneur's Journey, diese Reise des Unternehmers mit reinnehmen kann, weil ich kann easy viel quatschen, was man alles tun sollte und was wichtig ist und wie man gleichzeitig das Leben noch nicht vergessen darf. Aber ich nehme euch doch viel lieber mit in das, wie ich es Tag für Tag mache und lebe. Weil dadurch passieren zwei Dinge. Erstens kann ich euch authentisch mit auf eine Reise nehmen oder den einen oder den anderen vielleicht ein bisschen inspirieren. Vor allem aber zwinge ich mich selber. Ich zwinge mich, ehrlich zu sein. Und ich zwinge mich, die Dinge, die ich predige, auch zu leben. Weil nur so kann ich euch mit auf diese Reise nehmen. Und so ist es auf eine komische Art für mich auch ein Coaching-Tool, euch mit dabei zu haben. Und erstmal danke dafür, dass ihr dabei seid. Und da möchte ich euch auf eine Menge spannende Sachen mitnehmen. Zum einen natürlich mit zu unseren Seminaren, mit zu einer Hypnotherapie-Ausbildung, wo wir wirklich in die Tiefe der hypnotischen Veränderungsarbeit reinschauen und auch einzelne der Teilnehmer bei ihrer Entwicklung begleiten und einige der Klienten, die kommen, auch begleiten, was sie für eine Veränderung in ihrem Leben durchs Coaching machen. Wir werden bei der HPM gemeinsam dabei sein, der High Performance Masterclass im Juni, das größte Fest des Jahres, Persönlichkeitsentwicklung pur. Ihr werdet dabei sein, wie Seminare entstehen. Der NLP Practitioner, den wir dieses Jahr planen, die Speaker-Ausbildung, die ich dieses Jahr plane, sind in meinem Kopf natürlich schon fast fertig, aber noch lange nicht auf dem Papier oder so durchgetaktet, dass man ein Seminar geben könnte. Das heißt, auch hier werdet ihr in den Brainstorm-Prozess mit reinkommen, wenn Vanessa, Christian, ich und Tony, der hinter der Kamera ist, uns einschließen, vielleicht noch ein paar Leute dazu holen und Ideen brainstormen und Dinge entwickeln, dass ihr wirklich seht, wie entsteht sowas, was am Ende sowas Großes ist. Wie entsteht das am Anfang mit 3, 4 Dudes an einem Tisch und einer Dudin oder zwei und Papier und gelben Zetteln und man schreibt Dinge zusammen. Da möchte ich euch auf jeden Fall dabei haben. Genauso wie wir euch in eine Menge private Momente reinnehmen werden, von denen ich jetzt noch gar nicht so viel verraten möchte. Außerdem startet dieses Jahr und das für mich auch so ein bisschen YouTube-Offensive dieses Jahr. Neben dem Vlog auch 2 YouTube-Shows. Eine ist noch geheim und ich rede nicht über sie, bis sie wirklich passiert. Aber die andere definitiv passiert schon. Und zwar jede Woche. 52 Mal dieses Jahr Hypno-TV. Meine Hypnose-Fernsehshow, wo ich mit allen, die das Thema Kommunikation und Bewusstsein oder eben einfach Hypnose interessiert, all mein Wissen zum Thema Hypnose frei, kostenlos einfach rausgebe. Weil ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich dieses Thema erleben und in ihrem Leben umsetzen können. Und das ist wirklich Teach-In-Content. Da nehme ich euch nicht so sehr mit in das, was passiert täglich, sondern wirklich in, heute geht es um das, boom, hier erklärt die Handshake-Pattern-Interrupt-Induction, boom, hier erklärt, wie verwende ich meine Stimme in der Hypnose, boom, hier erklärt, wie klebe ich jemandem Stuhl, wie lasse ich jemanden seinen Namen vergessen, wie nehme ich jemand Ängste, wie verwende ich ein sehr einfaches Format, wie ein goldener Tropfen Energie, der reinfällt und plötzlich spüre ich es in jede Zelle, wie es kribbelt und ich ein verdammt gutes Gefühl entwickeln kann. All diese Dinge teile ich in Hypno-TV. Und tatsächlich bin ich unheimlich dankbar für jeden, der sich das anschaut, mir Feedback hinterlässt, positiv wie negativ. Ich bin froh um jedes Feedback. Nochmal danke, dass du heute dabei bist und das anschaust, weil damit bist du einer der Gründe, warum ich all diesen Aufwand mache, was mich natürlich freut und anzündet, wenn es Menschen gibt, die in ihrem Leben einen Unterschied machen wollen und ja, mit auf diese Reise kommen. Nicht um auf meine Reise mitzukommen, die ist eigentlich völlig unegal, völlig unwichtig, völlig egal, sondern mit auf diese Reise kommen, um ihre eigene Reise zu inspirieren, um authentischer auf deine Reise gehen zu können. Dabei wünsche ich dir alles Gute und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, dein Alexander. Ja, also ich würde, also sagen wir so, wenn wir den so, 2 Würfel, ich glaube, damit ist eindeutig ausgedrückt, oder wo meine Dart-Skills so sind, ja, also komm, ruhig, warte mal kurz. Das ist auch nicht irgendwie knapp vorbei, das ist einfach ein Volltreffer. Der davor übrigens, ne, ist hier in der 20er-Line, auch dass das klar ist. Also das war jetzt kein Zufall oder so, das passiert eigentlich immer. Deswegen höre ich auch jetzt auf, damit man das nicht nochmal angucken muss, weil es wäre genauso. Das war halt einfach wirklich das zweite Mal, dass er geworfen hat. Das war schon präzise, oder?